Es ist ein Tag, der Menschen mit unterschiedlichem ethnischen und kulturellen Hintergrund zusammenbringen soll. Am 1. Mai feiern die Kasachen gemeinsam mit den Vertretern der anderen Ethnien im Land den Tag der Einheit des Volkes Kasachstans. Als eines der schillerndsten und farbprächtigsten Feste wird dieses Ereignis traditionell mit großen Veranstaltungen, Tänzen und sportlichen Wettbewerben begangen. Menschen kommen dabei auf den zentralen Plätzen und Straßen aller Städte zusammen. Die ethnokulturellen Zentren, die verschiedene Bevölkerungsgruppen repräsentieren, sind dabei fest mit eingebunden. Sie nehmen am 1. Mai mehr als sonst auf die Aufgabe wahr, kulturelle Besonderheiten, Brauchtum und Traditionen ihrer Ethnie für die anderen sichtbar zu machen. Damit leisten sie einen Beitrag für gesellschaftliche Vielfalt und zum gegenseitigen Respekt. Dieses Jahr aber müssen die Menschen in Kasachstan ihre Feste anders feiern als sonst. Für den Einheitstag haben sich die Vertreter der unterschiedlichen Ethnien etwas Besonderes einfallen lassen. Weil in diesem Jahr der berühmte kasachische Nationaldichter Abai Kunanbayev 175 Jahre alt geworden wäre, singen sie eines seiner berühmtesten Lieder auf Kasachisch, begleitet von ihren eigenen Nationalinstrumenten. Eine gute Idee findet die DATS. Wir wünschen allen Kasachstanern einen frohen Einheitstag und halten dabei das Andenken an den großen Dichter Abai in besonderen Ehren.